herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. So, wir werden hier mal mit den Damen von Rittersporn das ein oder andere Wörtchen reden. Mal gucken, was wir da rausfinden können. Gehen wir mal weiter. Eine haben wir schon. Schauen wir mal weiter. Hey, geh los, du ganz. No. Sein Gesicht macht mir Angst. Da gehen wir mal rein. Willkommen, willkommen. Immer herein. Guten Tag. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ach, so ist das. Warte kurz. Hey. So besser? Okay. Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine... Wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Also was mich hier jetzt schon wieder stört, ist, verkleidet sich als Frau oder ist Frau oder was auch immer, aber rasiert sich nicht die Arme. Was soll denn das? Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind ja, habe ich immer davon geträumt, furchtbar zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Diese Haare? Ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, warte mal. Ich will mal wissen, Hallo. Was du hast. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nein. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Okay, cool. Da mal wieder so ein Hemd. Was ist das denn Cooles?
Sieht hübsch aus. Den Maskenball. Ja, das wiegt nichts. Nehmen wir mit. Aber wir verkaufen mal hier noch das Klump. Ah, kriegst du. Chance auf Bonuskräuter. Ist ja nett, das müssen wir uns mal noch genauer angucken. Wir kaufen noch schnell diesen für die Krusch. Mal da ein bisschen mehr Platz haben. So. Bis dann. Tschüss. Ist gut. Okay. Also. Ach, das Wasser ist so wunderschön. Zu wem gehen wir jetzt? Gucken wir mal. Das passt besser, wenn wir kurz da schnell hingehen, ne? So. Ewiges Feuer. Wie kann man in diesen Massen, diesem Lärm und Gestank leben? Schaut cool aus. Die Pflicht. So. Du bist Chase. Sag mal, wie blöd bin ich eigentlich? Egal. Statt dahin zu reisen, habe ich... Ah, auf euch warte ich schon die ganze Zeit. Riva. Axel, Weißer Wolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Das ist ein Missverständnis. Also nein. Gut, nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Ich dachte, ich habe noch die Auswahl. Uns anständigen Leuten Angst zu machen. Nein, Lutscher. Ey. Verdammt. Der nervt. Nicht so. So. Nein. Nein. Ach, das war unnötig. Ach, das war so dumm. Gib ich die Schwerter ab? Ich wollte die Schwerter nicht abgeben. Ich wollte nur gucken, was passiert. Bescheinigung. Egal. Und ich war auch jetzt gerade echt dumm. Muss ich auch dazu sagen. Aber gut, gibt Schlimmeres. Dann machen wir es halt nochmal. Diesmal gebe ich nicht die Schwerter ab. Bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Muss ich mich jetzt nochmal mit dem Dings quaken. Na komm. Heute lädt es aber lang. Habe ich die Maske schon? Hallo. Ich will... Natürlich. Nee, die will ich. So, verkaufen. Es ärgert mich schon ein bisschen, dass ich jetzt nochmal dahin tappen darf. Aber ich muss leider den Weg jetzt nochmal genau exakt... Bis dann. Gehen.
So, passiert. Wird wohl Regen geben. Land von Hacker. Hacker. Was ist das für ein kleiner Gnome? Du siehst ja witzig aus. Was mit dir? So, dann nochmal dasselbe. Da hinten stehen sie schon. So. Und ich will diesen blöden Priester finden, unbedingt. Geralt von Riva? Ja. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen ja. Hext? Ja. Das war der Na, mit Schwert geht es doch ein bisschen einfacher, ne? So, das ist Nummer 1. Ja, hört auf, rumzuschreien. Ja, ja. Bist du? Kann ich die nicht alle einfach? Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Die noch panisch rumgrünen müssen. Halt! Was ist denn? Was ist denn los? Sie! Hey, warte! Hä? Der graue Blödian! Was? Schnappt ihn! Sag mal, was ist denn hier los? Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Mann, bin ich echt fertig hier. Ja, erstmal schön Licht machen. Das Allerwichtigste. Und jetzt? Kann ich hier rein? Wo ist das Mistgehör? Was ist denn hier los? Na gut, weiter. Also, schauen wir mal. Wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Ja, hier. Das ist der Weg. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Du bist so krass. Ich guck mir mal, was du hier so hast, ne? Und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr viel getan. Bringt eure Kinder auf Marabellas Schule für die Kleinen, die es lesen, schreiben und Respekt vor den Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Na. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Kommt ein Hexer auf einmal. Mama sagt, er braucht nur einen Husten zum Heilen. Jetzt ist die Erscheinung dran. Neuaufnahme. So, ich nehme jetzt hier die Bücher noch mit und dann. Wo der wohl herkommt. War nicht frech werden, ja?
Nee, nicht das. Warte, wie war das? Wo kann ich das nochmal so gut gucken? Das glaube ich, ne? Wo ich die letzten... Das funktioniert so nicht. Warte. Tagebuch eines Neugegenstandes. Nee, das Tagebuch eines Feuerschwurms will ich nicht lesen. Ah, hier irgendwas. Aushänge können wir mal kurz hier wegklicken. Anna aus den Wäldern, um Gottes Willen. Das sind alles Aufträge, die kann ich hier alle. Wind, aber auch nicht. Lass mal kurz sehen, was die Sache ist. So. Nachricht für nein, das finde ich auch nicht. Das, also das kennen wir ja schon. Nee, auch nicht. Sage mal. Aussagen. Aber das ist gut, dass wir das machen, dann sehen wir auch gleich, dass wir gar nicht so viel zu lesen haben, ne? Wahnsinn. So. Das finde ich. Neuaufnahmen in Frau Marabellas Unterpunkt. Kürzlich aufgenommen, Aymira, Mikula, Travik, Jagna, Jekeli. Wahrscheinlich alle timerischen Ursprungsfiguren nachts vor dem Eingang der Unterkunft zurückgelassen und schlafend aufgefunden. Wir haben nicht herausgefunden, wie sie nach Novigrad gelangt sind. Ja, das kenne ich nicht. Darf ich dich kurz sprechen? Ja, was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Oh. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold, er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen, also glaube ich, dass es vorbei ist. Okay, die Peitsche. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Gut, Madame. Schmecker sind verschieden. Uns gefällt. Oh. Oh, hier gibt's was ein. Ich muss mal kurz schauen, wo ich zuerst hin will. Ich will erst genau dahin. Und was haben wir hier? Meine Knie, dann habe ich einen. Ich war letzte
Woche schon hier und da hast du schon... Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen. Hey, ja. Also, wenn Molly da ist, dann mal los. General ist da. Es wird Radovid nicht gefallen, oder? Schönes Häuschen. Einfach geil. Genieß dieses Spiel so unendlich. Hoffentlich kann ich ja auch hier teilnehmen. Das wäre nämlich auch gut. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kalje gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrut. Reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Sirikanien. Devolt hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Sirikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Irgendwas stimmt da nicht. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Okay. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Au.
glaube, Ausdauer ist gut. Hab schon viel von serikanischen Pferden gehört. Ich nehme den Braun. Ja. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Mhm. Dann gucken wir mal. Muss nur blockieren. Ja. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Los, lauf! Ajo, gut läuft's. Darf nur diese blöde Abzweigung nicht wieder verpassen. Bin ja echt gut in sowas. Hier blockiere ich, glaube ich, mal. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Mhm. Blockieren, blockieren. Blockieren. Was? Wieso bleibst du stehen? Oh mein Gott. Wieso ist die stehen geblieben, die Kuh? Nicht das Pferd schonen. Nee, mach ich nicht. Oh. Was war das für ein Scheiß? Komm. Alter, das war ein Herzinfarkt hier. Das ich verstehe. Atemberaubend. Ein famoser Sieg. Ja, sehr danke. Famos. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Finde ich gut. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Stämmig? So stämmig ist sie jetzt nicht. Aus Temerien. Hallo. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ehrlich. Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Oh. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Danke, Molly. Warte, bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Ist irgendwie so goldig. Halt super, mega. Nein, so, wie komme ich hier hoch? Also, ich würde gern zurückgehen. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja.
Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Außerdem muss ich noch mit einer Dame sprechen. Ach Gott, die Molly. Ach ja. Ist das geil wieder nicht. So. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Was macht ihr da eigentlich? So, eine fehlt noch. Ich diene dem ewigen Feuer. Dann habe ich das Weichei bis in den Garten gejagt. Hast du ihn erwischt? Nein, der Arsch hat sich gewunden wie ein Aal. Das wir haben den Jagd in der Mauer und wir werden auch. Was willst du? Rosa Va Artre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Komm mit. Sie wartet schon. Und das war ja einfach. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Ja, aber ich muss noch mal hier kurz plündern. Oh, sehr gut. Hier auch plündern. Oh. Schnapp dir ein Holzschwert und pass auf, komm mit. Warte, ich muss hier noch mal kurz reingucken. Das geht nicht. Neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Nimm dir erstmal Holz. Wie lange soll ich noch warten? Hör auf zu prahlen und kämpf! Verdammt! Was? Das war's? Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Na dann. Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan. Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen. Oh, das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Unvergleichlich. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, wolltest du nicht was fragen? Mhm. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten.
Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Ja, mein Gott, kriegst du. Verlieren wir die Nerven. Scheiße. Ich hab geblockt. Sag mal. Hör auf zu prahlen und kämpf. Jetzt reicht's aber. Verdammt. Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Ja. Kerl. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Interessant. Moment mal, wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man 2 Armeen ausrüsten könnte. Anderes Thema. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kuvir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Ja. Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast. Sag mir Zeit und Ort.
Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Das darf ich aber nicht vergessen. Gucken jetzt mal schnell auf die Uhr. So eine Rüstung mitgehen lassen. Lass mal auf die Uhr gucken. So. Wir haben jetzt was? 3 Uhr. Morgens um 3 Uhr soll ich hier auftauchen. Ich glaube, das ist nicht so Sinn und Zweck. Hey, ich habe hier irgendwo eine Truhe gesehen. Wo ist die denn hin? Ach, da hin. Ja, prima. Was? Quessen? Mhm, okay. Bin ich auch. Case Wax. Okay. Meinetwegen. Dann komme ich hier raus. Sammeln. Blaubeeren wollte ich immer mal. Schlafen eigentlich beide? Okay, so. So. Dann mal gucken, wie die Katze auf mich reagiert. Tatsache. Hey, komm her. Da stehen. Jetzt rennt weg. Komm nochmal. Sie hassen mich tatsächlich. Dann macht man noch eins. Wir lesen noch ein schönes Büchlein. So, was haben wir hier? Da. Gerade wird der gestrenge, der steinige Pfad zur Größe. Haben wir das nicht schon gelesen? Hä, das haben wir doch schon gelesen. Das haben wir doch gelesen. Warum wurde das jetzt nochmal so angezeigt? Bärenlegende. Die Berserker stellen hinsichtlich Blut und Abstammung keinen eigenen Clan dar. Sie sind vielmehr eine Familie aus Kriegern, die den Ruf des Bären vernommen haben und ihm antworten, indem sie ihre Lieben verlassen und der Bruderschaft in den Bergen beitreten. Nicht jeder wird in dieser Gemeinschaft aufgenommen. Die Anwärter müssen zunächst schwierige Prüfungen bestehen, die nicht selten mit ihrem Tod enden. Die letzte Prüfung ist die schwerste. Sie wird die Prüfung des Bärentriumphs genannt, doch kaum jemand außerhalb der Bruderschaft ist je ihr Zeuge geworden. Niemand weiß, was den erwartet, der sich ihr unterzieht. Eigenartigerweise wissen auch die Skelliger selbst kaum etwas über die Berserker, die von ihnen Wildkarle genannt werden. Sie sprechen nicht gern über diese Menschenbären, weder untereinander noch mit den Fremden. Okay. Mal nochmal, was wir hier haben, was vielleicht interessant ist. Wird aus den Märchen. Also, dann lesen wir das. Das ältere Blut. Was genau ist das ältere Blut? Einige behaupten, es sei ein mächtiger Fluch, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Diejenigen, in deren Adern das Hennichar fließt, sollten der Sage nach Tod und Zerstörung in sich tragen und Hass und Verachtung in den Herzen der Menschen sehen. Laut einer Prophezeiung der Ypiline wird aus dem verunreinigten Blut ein Rächer geboren, ein Vernichter der Völker und Welt. Andere wiederum behaupten, das ältere Blut sei ein extrem seltenes, ererbtes Talent, das die Kontrolle über Zeit und Raum in einem Maß erlaubt, was selbst für elfische Wissende unerreichbar ist. Doch leider konnten nur die wenigsten, die dieses Geschenk in sich trugen, die vollständige Kontrolle darüber erlangen. Die unvollständige Beherrschung führt unausweichlich zu plötzlichen Ausbrüchen, der Kraft in Form von unvorhersehbaren, unkontrollierbaren und deshalb sehr gefährlichen Explosionen.
Hinter den dunklen Sagen über den Flug des älteren Blutes liegt die Wahrheit dieses tragischen Fälle verborgen. Aus offensichtlichen Gründen waren die Träger des älteren Blutes sowohl für die Mächtigen als auch für die Magier schon immer von großem Interesse. Erstere zählten auf die Wahrheit der Prophezeiung der Idlin auf einen Rächer, der geboren wird, um die Welten zu zerstören und den sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Und letztere hofften, die Magie des Enchicher zu nutzen zu können, um ihr Wissen und ihre Macht zu vergrößern. Am Ende waren alle Pläne vergebens, die Linie des älteren Blutes war mit dem Verschwinden der Erbin der Krone Nilfgaards, Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon, unterbrochen. So, und dann sind wir am Abschluss dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne!